Okay, also ich kriege jetzt die ersten Rückmeldungen. Alles bestens, alles super, alles okay, Tonbild ist okay, Jahwe bekommt man als Link geschickt. Alles super, Lisa sagt auch, alles okay. Ja, dann würde ich einfach sagen, dann wollen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht weiter auf die Folter spannen. Dann von meiner Seite auch nochmal einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserer Webinarreihe zu dem Thema Wasser ist Leben. Und wir freuen uns, dass wir euch einen tollen Referenten vorstellen dürfen, oder am besten er stellt sich gleich einmal selber vor, und ich gebe euch jetzt auch einfach das Wort ab für die nächsten 40 bis circa 60 Minuten an Hubert Maria Dietrich. Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Und für mich ist das zum ersten Mal so ein Webinar vor so einer Kamera und dass ich die Leute in einem Vortrag von mir nicht sehe, nicht höre. Aber wir werden sehen, wie wir das hinkriegen. Ja, zu mir, zu meiner Person. Ich bin 54 Jahre. Ja, irgendwann mal Abitur gemacht. Dann mein Beruf ist Bierbrauer und Melzer. Und habe dann mal 10 Jahre bei IBM gearbeitet. Diese Firma kennt ja auch jeder. Und über Nacht habe ich dann beschlossen zu kündigen und habe nach diesen 10 Jahren dann mich etwas ganz anderem gewidmet. Und zwar hat mich das immer wieder beschäftigt, das Unsichtbare oder das Nichtsichtbare, das Feinstoffliche. Und als der Beschluss nachts feststand, dass ich das machen will, habe ich gekündigt. Und habe mich seit ungefähr 20 Jahren mit dem Thema Wasser beschäftigt. Und das ist auch das Thema. Das Thema ist Wasser des Lebens, Wasserwesen. Und ich habe mir gedacht, um uns dieses Thema ein bisschen näher zu bringen, dass ich 4 Karten mitbringe. Die werde ich gleich erklären. Und zwar, dass wir uns die Themen immer von mehreren Seiten anschauen. Die erste Seite ist die rote Karte. Das hat zwei Bedeutungen. Da steht drauf 4% Materie. Ich denke, Sie können das alle lesen. Es hat zwei Bedeutungen. Das erste ist, dass Materie eigentlich im Universum recht unbedeutend ist. Es gibt tatsächlich nur 4% in dem ganzen Universum. Und warum die Karte rot ist, ist deshalb, weil wir mit dieser Materie, die letztendlich, wie wir alle, einen Ausdruck des großen Geistes ist, dass wir diese Materie in den letzten Jahrhunderten nicht gerade sehr beachtet haben. Sie ist da für uns, diese Materie, diese Erde, aber wir verschmutzen und verdrecken sie, wie wir alle wissen, in unglaublichem Maße, und deshalb die rote Karte als zweite Bedeutung. Einen roten Faden, weil wir haben drei Webinare. Im ersten Teil ein bisschen über Wasserwesen, wie das alles auf der Erde so funktioniert, ein bisschen Analogien. Beim zweiten Teil dann eher das, was in vielen Fragen, die heute schon gekommen sind, über Wasserfiltration, Reinigung und was alles dazugehört, was ist gesundes Wasser, zellverwertbares Wasser. Das machen wir im zweiten Teil des Webinars. Und im dritten Teil gehen wir dann wirklich auf das Wasser des Lebens. Was ist das wirklich? Was ist die Essenz? Was ist das Fazit von allem? Und um einen roten Faden dadurch zu spannen, ist in jedem einzelnen Webinar eine Frage. Und zwar, wir wissen, die sich damit beschäftigen, ich hoffe, man kann das lesen. Ich lese mal vor, dass 80% aller Krankheiten in der sogenannten dritten Welt, die haben alles, was mit Wasser zu tun, das nicht da ist, Wasser, das Schlechteste, Wasser, das einfach mit Chemikalien verseucht ist oder dass Menschen überhaupt nicht an sauberes Wasser kommen. Und der rote Faden für alle die drei Webinare ist der, dass man vielleicht auch mal schauen könnte, ob 80% aller Krankheiten in der sogenannten Zivilisation genauso mit Wasser zu tun haben. Das heißt, diese zwei Fragen oder diese zwei Aussagen, die sind für mich wichtig für diese Webinare. Denn überall werden wir darauf stoßen, dass das was zusammen zu tun hat. Und dann gibt es auch noch eine grüne Karte. Und die grüne Karte, dass wir dann mal die Seiten wechseln, dass wir nicht von der Materie, ich hoffe, das sieht man,
dass das normale Prinzip im Universum Leere ist. Also wie gesagt, die Materie ist recht unbedeutend in dieser großen, in den großen Galaxien. Und dass wir auch von der anderen Seite mal auf alle diese Punkte schauen, die mit Wasser zu tun haben, die mit den ganzen Themen, die im zweiten, dritten Webinar auch kommen, was das damit zu tun hat. Und deshalb diese Karten. Und am Schluss noch eine weiße Karte mit zwei Wassertropfen. Das heißt also, dass wir immer gucken, was berührt uns da als Wasserwesen, was berührt unser Wasser, mit welchem Wasser berührt es sich und was macht das Wasser um uns herum mit uns. Ich denke, ich hoffe, dass es ein bisschen spannend wird für Sie und dass ich Ihnen auch etwas Neues sagen kann. Und wenn es etwas ist, was Sie vielleicht nicht glauben oder was für Sie unfassbar erscheint, dann ist es so, dass mir natürlich, wenn ich aus dieser Seite argumentiere, als der 96% Seite, dann fehlen natürlich öfters die Beweise in der sogenannten anfassbaren Wissenschaft. Und das Fehlen eines Beweises ist aber in der Regel auch nicht der Beweis eines Fehlens. Das heißt, selbst wenn was da wäre, nehme ich einfach mal an, vielleicht ist da was dran. Ein Satz, der für mich immer noch ganz wichtig ist, ist, dass im Hintergrund vielleicht bei allem etwas mitschwingen kann, ist ein Satz, der mir vor vielen Jahrzehnten mal gesagt worden ist, in einem Wald, bei einer Zeremonie in einem Wald, dass der Geist die Materie bildet und die Materie, die wir mit erschaffen und verändern, die beeinflusst den Geist. Das heißt, dieser Zusammenhang von Geist und Materie, der ist immer wichtig, dass wir den noch mit anschauen. Wasserwesen, das ist ein Punkt, der nur von einem ganz bestimmten Standpunkt aus geschaut werden kann. Und zwar deshalb wie bei Goethe. Der hat ja gesagt, wir können die Sonne nur erkennen, wenn unser Auge sonnengleich ist. Das heißt, wenn wir uns selbst als Wesen sozusagen betrachten oder wissen, dass wir ein Menschenwesen, ein Erdenwesen sind, dann kann man auch eher auf dieses Wasserwesen, auf dieses Erdenwesen schauen, wenn man natürlich den Standpunkt in sich auch trägt. Und um die Analogien ein bisschen darzustellen, es ist so, dass wir als Menschen sozusagen von Aufbau her natürlich ähnlich aufgebaut sind wie die Erde. 70% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Davon sind 4% Süßwasser und nur 3% oder 0,3% sind für uns zugänglich zum Trinken. Das andere Wasser ist sehr wahrscheinlich in den Polen verstaut oder sonst wo nicht zugänglich. Und wenn wir das zu uns bringen, dieses Thema, dann sehen wir eine Analogie, dass wir natürlich auch aus 70% Wasser bestehen und dass unser Gehirn letztendlich das badet in Wasser und dieses Wasser ist ungefähr 4% plus minus von dem, was wir als Wasser mit uns haben. Und wenn wir die Analogie weiter treiben, dass wir nur zu 0,3% letztendlich an das, was das Trinkwasser da ist, rankommen, soweit die Aussage, dann denke ich mal, existiert in uns auch noch ein besonderes Wasser, das sehr gering in uns ist, das auch in dem Gehirnwasser badet. Und auf das kommen wir dann noch. Das heißt, es gibt extrem viel Analogien, es gibt extrem viel Verbindung zur Erde, auch wenn man das vielleicht nicht so sieht. Aber wenn man ein bisschen die Sachen beschaut aus einer etwas höheren Warte, dann verstehen wir, dass wir letztendlich bewusst sind, dass die Erde bewusst ist, dass jedes Teilchen, was existiert, ein Bewusstsein hat. Wenn wir tief in uns schauen, dann werden wir natürlich auf diese Sachen kommen und die werden uns gewahr werden und die werden uns näher kommen, damit wir mehr erkennen, um was es denn im Leben so geht. Aber hier geht es jetzt um Wasser und Wasserwesen und dieses Wasser hat extrem Einfluss auf uns, das wissen wir. Und ich kann mich erinnern als Kind, da war ich so ungefähr 8 Jahre, 9 Jahre ist mir etwas aufgefallen, vielleicht war es auch 7, ich weiß nicht mehr genau, und das hat mich extrem geschockt.
weil ich zwar dann noch nicht über Wasserwesen nachgedacht habe, sondern ich habe vielleicht gegen Ball getreten und Fußball gespielt und bin da irgendwie in die Schule gegangen. Wenige Erinnerungen, aber eine war für mich extrem. Und zwar, dass ich auf der Toilette saß, wo man halt mal sitzen muss. Und dann habe ich die Wasserspülung gedrückt. Und danach bin ich dann zum Waschbecken gegangen, habe mir die Hände gewaschen und mir fiel auf einmal auf, dass irgendwie ich gemeint habe, ich müsste mal in den Keller gehen. Und da wird doch mein Papa bestimmt die Wasserleitung, in der ich gerade sozusagen hineingemacht hatte, mein Geschäft erledigt, wird er doch bestimmt getrennt haben von dem anderen Wasser, weil ich habe nicht nur die Hände gewaschen, sondern habe natürlich auch, wie das immer so ist, aus dem Wasserhahn getrunken. Das war, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war wie ein Schock, weil wenn ich jetzt gerade in mein Trinkwasser sozusagen uriniert und gemacht hätte, das war für mich einfach seltsam. Bin dann natürlich auch in den Keller gerannt, habe meinen Opa gefragt, der hat mir den Kopf geschüttelt und bin dann im Keller und habe geguckt, ob da so verschiedene Leitungen sind und musste dann feststellen, dass das alles zusammengemischt wird und dass ich tatsächlich, heute würde ich sagen, in der sogenannten zivilisierten Welt, habe ich einfach im Trinkwasser mein Geschäft erledigt. Und bis heute, muss ich sagen, schockt mich das. Ich bin natürlich dann nach dem Ereignis, habe ich es wieder vergessen mit 8 Jahren oder 9. Aber heute bin ich froh, dass ich jetzt bald eine andere Möglichkeit habe, es anders zu regeln. Aber das ist jedes Mal dasselbe, dass ich mir vorstelle, wir reden über Wasser, wir wollen sauberes Wasser trinken, wir wollen mit Wasser, zu dem wir aus 70% bestehen, wollen wir leben und wir gucken jetzt mal aus diesen 96% und wir nehmen dieses Trinkwasser einfach und erlegen unsere Sachen da drin. Das ist einfach unmöglich und das macht mir bis heute noch sehr viel Gedanken. Aber möglicherweise wird die Menschheit es bald verändern, aber zurzeit ist das noch so. Natürlich sehe ich auch, und das ist auch, hat auch was mit Wasser zu tun, weil wenn ich das jetzt einfach nur, dass wir das als zivilisierte Gesellschaft sozusagen nur von den 4% betrachten, das sagt mir jeder Wissenschaftler, kann ich reinigen, ist nachher Wasser, klare Brühe, klare Suppe, da sind vielleicht ein paar Stoffe drin, aber wir haben eine Trinkwasserverordnung, wir messen ein paar Parameter und was soll das? Wenn ich aber aus den 96% schaue, dann hat diese Aktion von letztendlich ein paar Milliarden, nicht alle haben können, Kanalisation. Das heißt, wir gehen davon aus, dass 40% aller Menschen auf der Erde zurzeit keine Kanalisation haben, aber die anderen haben es halt. Und das heißt also, dass wir überprüfen müssen, was wir da tun. Und wenn wir von Wasser reden und das im Prinzip in der sogenannten dritten Welt, und bei uns in der Zivilisation, ja, das eine Auswirkung hat auf unser Wasser in uns drin. Denn es gibt sogenannte Resonanzgesetze und das spiegelt alles auf uns zurück. Das heißt, das, was wir tun, das, was wir handeln, das hat im Prinzip in dem Fall jetzt eine Auswirkung auf unser Trinkwasser. Aber in dem Moment kann man das möglicherweise spüren, hat es auch eine Auswirkung auf unser Wasser in unserem Körper. Ja, und wenn wir aber das jetzt anders lösen würden als Menschheit, und das können wir in den nächsten Jahrhunderten tun, dann ist natürlich weiterhin das, dass früher vor ein paar hundert Jahren, 200, 300 Jahren, haben wir natürlich nicht so viel Chemikalien, Psychopharmaka, pharmazeutische Produkte in unseren Körper da irgendwie hineingebracht. Ich selbst habe das Glück, dass ich seit 20, 30 Jahren überhaupt keine Pille in irgendeiner Form genommen habe. Deshalb habe ich manchmal ein Gespür für das, was die anderen Leute manchmal da in sich reintun. Und, aber für das Wasser gesprochen ist es das, dass wenn wir jetzt diese ganzen Pillen, besonders ist es ja sichtbar bei Schmerztabletten, ich gucke sehr selten Fernsehen,
Aber letztes Mal habe ich schon schwer schlucken müssen, dass man da Schmerztabletten anbietet, irgendwelche Couleur und Firma, das ist ja vollkommen wurscht. Und da hat einer gesagt, das wirkt sozusagen bei 20 oder 30 oder 100 Ursachen wirkt das und der andere bei 70 oder 60, das ist auch vollkommen egal. Aber dass da Menschen gibt, die einfach irgendeine, ein Wehwehchen, egal welche Art, haben und dann irgendeine Schmerztablette einwerfen, das kann ich erstmal gar nicht verstehen. Das liegt einfach daran, weil die nehmen sich ja die Chance herauszufinden, was sie in ihrem Leben verändern müssen, damit sie keine Schmerzen mehr haben. Aber wenn das so wäre, dass das stimmt, so die Zahlen so stimmen, die ich dann gelesen habe, dann ist es so, dass diese Schmerzmittel und diese ganze Psychopharmaka und sonst was, was sie da reinhauen, was immer das ist, das natürlich Auswirkungen auf ihr Zellwasser hat. Das heißt, also einfach Auswirkungen auf ihr Körperwasser. Wir haben da verschiedene Wässer, da kommt nur drauf, Lungenwässer, Gehirnwässer, Nierenwässer, alle diese Wässer unterscheiden sich auch im Körper. Aber wir verändern natürlich durch diese ganzen Einnahmen dieser chemischen, isolierten Substanzen, verändern wir natürlich unglaublich unser Zellwasser. Möglicherweise aus dieser Sicht, und das sollte ja in diesem Seminar ein bisschen mitlaufen, ist das wenigen bewusst oder eigentlich null Bewusstsein auf dieser Geschichte, dass diese ganzen isolierten chemischen Substanzen, dass die einen enormen Einfluss auf die Qualität unseres Zellwassers haben. Und wenn man aus dieser anderen Sicht darauf schaut, ist es eigentlich auch sehr, sehr herausfordernd zu sehen, dass dann, wenn man letztendlich, und das sind viele Menschen, die diese chemischen Keulen in Unmengen zu sich nehmen, dass die natürlich, wenn die dann auch noch in dieses Lebensmittel, dieses Menschenrecht, dieses Wasser ist ein Menschenrecht, dann ihre Notdurft verrichten, ja, dass das natürlich in dem Grundwasser und in dem Quellwasser irgendwann wieder mit nach oben kommt. Also heute ist es so, ich habe manchmal kriege ich unglaublich viele E-Mails von unglaublich vielen Leuten, die aufgrund meiner Firma oder unserer Firma, ich habe diese Firma mit meiner Frau, halt einfach durch Wasser oder durch Vorträge oder durch egal was uns kennen, dass die Menschen heute in den Friedhöfen ja schon Sondermülldeponien gleichen. Das heißt, da ist so viel Chemie drin, dass man Angst hat in diesen Friedhöfen, dass wenn da Wasser kommt und irgendwann kommt das Wasser und irgendwann wird natürlich alles verwesen, dass diese Mengen, Unmengen an Chemikalien einfach unser Trinkwasser im Boden verseuchen. Und all diese Sachen, die nehmen unglaublich zu. Und die Essenz ist, wenn wir über Wasser reden, müssen wir da als allererstes reden. Ich kann zwar verstehen, dass jeder ein gesundes und lebendiges Wasser trinken will, aber das andere ist ganz wichtig, weil da müssen wir unseren Fokus drauf haben, dass das, was wir da alles in uns reinwerfen und alles, was da passiert an Chemikalien, mit sein losgelöst von Industrieabfällen, die kommen alle noch dazu. Aber dass das an die Babypille und was alles gibt, die Pille für den Mann. Gestern habe ich mal im Radio gehört, es gibt sogar eine Pille für die Frau mit irgendwelchen Nebenwirkungen. Dass das alles im Grundwasser landet und wir haben mal 70% aller Wässer, die wir trinken, aus dem Grundwasser. Nicht mehr aus Quellen, das heißt, Quellen sind recht wenige. Ich glaube, nur noch 20% werden aus Quellen gefasst, das Trinkwasser. Dass diese Stoffe, Antibiotika, Penicillin, an die Babypille und ich weiß nicht, was alles so gibt, dass die natürlich unsere Wässer derart verändern, dass nicht nur die Fische unfruchtbar werden, sondern man hat auch zum Beispiel Bodensee oder in anderen Seen schon diese Schmerzmittel in 60 Meter Tiefe gefunden. Das heißt nicht als Information, auch da kommen wir noch drauf, sondern wir haben sie gefunden als chemische Form. Das heißt, in der chemischen Form sind diese Sachen in den Seen und Flüssen schon verteilt. Und alles das hat was mit Wasser zu tun und mit dem, wie wir mit Wasser umgehen, weil wir auf der einen Seite natürlich wie immer sauberes Wasser trinken wollen, aber auf der anderen Seite natürlich auch was dafür tun können oder alle tun müssten. Ich habe mal wieder Fernsehen geschaut, das ist wirklich sehr selten, weil wenn ich schauen würde, schlafe ich eh ein, weil es ist irgendwie in 3 Minuten vorbei, dann schlafe ich.
Aber da bin ich wieder mal wohin gekommen, da lief der Fernseher. Und ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, das musst du dir merken, da saßen ein paar Erwachsene, ein paar Kinder. Und was da im Fernsehen lief, war sensationell. Es gab vier Werbespots oder wie man das nennt. Vier Werbespots nur über Toilettenreinigung. Und zwar in blauer Form, in gelber Form, so drei Kugeln und sechs Kugeln und keine Ahnung und was. Und ein riesen Chemiekram. Und ich habe gedacht, naja, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und irgendwie müsste es doch dem Menschen, der vor dem Fernseher da sitzt, doch irgendwie auffallen, dass das gerade Trinkwasser ist, was da so mit einer unfassbaren Summe an Materialien, Chemikalien da letztendlich verseucht wird, was alles gar nicht notwendig ist. Und unsere auch Kleinstlebewesen, so Mitbewohner, letztendlich unsere Bakterien, unsere kleinen Mikroben alle zerstört und das in einer gigantischen Umfange, ja, dass man da schon drüber nachdenken soll. Das sind Lebewesen und das sind auch wichtige Dinge. Und wie es jetzt zum Beispiel im Restaurantfachbetrieb ist, oder da gibt es so eine Regel, die heißt HACCP. Und das muss man nur bei erbrochenem Blut und rohem Fleisch desinfizieren. Also anderen Sachen sind, dann stehen da nicht so drin, oder sind nicht bewusst. Aber es sind ganz seltene, also erbrochenes Blut und rohes Fleisch, muss also wirklich mit der Keule dran gegangen werden. Aber wir haben durch diese Werbung, wir gehen dann nur noch mit der Keule dran. Das heißt, wir töten letztendlich, wenn man das so ausdrücken will, Milliarden, Billionen, Trillionen von kleinsten Lebewesen. Aus irgendeinem Grund, den man sehr wahrscheinlich gar nicht so sieht. Aber es hat was mit Thema Wasser zu tun. Es wird Werbung gemacht, es wird verkauft, aber der Zuhörer, in dem Fall Sie und ich und der redet, und alle Menschen auf dieser Welt können ja entscheiden, diese ganzen Mittel nicht mehr zu kaufen. Dann werden sich die Firmen natürlich etwas ärgern, aber das Wasser wird sich freuen, die werden sich freuen, die Erde wird sich freuen. Und vielleicht suchen dann die Firmen sich ein anderes Betätigungsfeld. Es gibt ja noch so viel zu tun. Ja, und wenn man über Wasser dann immer weiter redet und dann sieht man, dass es eigentlich ganz einfach wäre. Also es gibt ein schönes Buch von der Linda Thomas, das heißt Putzen mit P geschrieben. Und die mich kennen, deshalb betone ich das. Ich nenne das immer Putzen mit P. Aber die hat ein schönes Buch geschrieben. Und was ganz wichtig ist, was da drin steht, und das ist wie bei Oma oder bei Uroma, oder das, was wir, vielleicht sind sie noch nicht so alt wie ich, oder vielleicht sogar älter, was wir früher gesehen haben, dass wir letztendlich mit Natriumcarbonat, das ist letztendlich nichts als Waschsoda und eine Zitronensäure, wenn man nur darauf fokussiert, 90% aller Dinge, und zwar relativ biologisch, ökologisch, waschen können und reinigen können. Und das ist sehr einfach und vielleicht entscheiden wir alle mal nicht, diese ganzen Tötungskolonnen da zu kaufen, sondern einfach mal vielleicht ganz zurückzutreten mit diesen Wasch- und Reinigungsmitteln. Okay. Das ist eine Entscheidung. Der Kunde, in dem Fall sind wir die Kunden, wir können entscheiden, was wir wollen. So, und was noch alles dieses Wasser belastet, das sind letztendlich die technischen Felder. Sozusagen das Wasserwesen in der heutigen Zivilisation, wir bestehen zu 70% aus Wasser, das wissen wir, das kriegt halt ständig Fernsehfunk ab, das ist natürlich schon seit 40, 50, 60 Jahren, das kriegt die Mikrowellen ab, die Handymasten und alles, was man Mikrowellenherd und was alles so gibt. Und auch das hat einen Einfluss auf unser Wasser. Und aus dieser Sicht der Dinge, das heißt, wenn man das wieder mal nur aus der Materie sieht, die Grenzwerte sieht, dann hat es alles keinen Einfluss. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich persönlich, ich habe anderes erlebt. Und wenn man das aus dieser Seite, den 96% Leere und den anderen Dingen, die feinstofflichen Dingen sieht, und dann ist das eine unglaubliche Belastung. Und es führt dazu, dass unsere Zellen, einfach unsere Körperzellen, Schwierigkeiten haben, Wasser aufzunehmen. Das ist zwar noch ein anderes Thema, aber es ist immer mehr werden Belastungen in dieses Wasser auf der Erde und im Speziellfall natürlich in unser Trinkwasser eingebracht.
Ja, und das geht weiter mit unserem Wasser in unserem Körper. Da geht es noch nicht um Trinken, dass wir auch nicht nur die Reinigungsmittel verwenden, sondern wir wissen, dass eine Putzkraft oder die jetzt hier zum Beispiel bei mir putzen würde, dass wenn die Chemiereiniger nehmen würde und all dieses chemische Zeug, dass sie das auf, über die Haut auch aufnimmt, dass sie das über die Lunge, über die Atmung aufnimmt. Und dass wenn ich dann morgens kommen würde und ich hätte hier mit vielen Chemikalien geputzt und ich berühre das, dann kann ich das auch aufnehmen. Und das geht halt in jeder Form hin und her. Und mein Wasser würde dann, wenn es so wäre, aus verschiedenen Ecken und Enden, würde es Schwermetalle aufnehmen, es würde Chemikalienreste aufnehmen, Medikamente, die ausgeschieden sind, aufnehmen. Und all das ist in unserem Umfeld und mit dem Deodorant, Aluminium oder nicht aufnehmen und all diese Sachen, die uns da angeboten werden. Aber es führt dazu, summa summarum, dass unser Wasser vielleicht, und das ist nicht nur vielleicht, dass unser Wasser einfach extrem mit Schadstoffen belastet wird. Für alles gibt es eine Lösung, da kommen wir später dazu. Aber man muss einfach mal ein bisschen, denke ich, wenn man über Wasser redet und über dieses Thema, ist es gut, wenn man für meine Begriffe jedenfalls mal am Anfang ein bisschen den Daumen auf die Wunde legt, damit man es nochmal sieht, was da passiert. Und viele Menschen, mit denen ich vernetzt bin, und darunter sind auch viele Wissenschaftler, wissen, dass wir ungefähr 2025, ungefähr in diesem Jahr, können wir schon ein Viertel des Trinkwassers verloren haben. Das heißt, dieser Wasserkreislauf, den ich natürlich auch in der Schule, wie Sie alle möglicherweise gelernt haben, ist so, dass also das Wasser in der Kanalisation abfließt. Sie kennen doch das Bild, das kennt jeder, der irgendwann mal in Bio oder in Geo war, oder Biologie oder Geologie war, oder früher ist das Geografie, dass das Wasser gesammelt wird in der Kanalisation. Und dann fließt es in die Meere, in die Flüsse und in die Meere. Und dann verdunstet es wieder, kommt wieder zurück. Und das sieht alles gut aus. Das hat auch letztendlich Millionen von Jahren funktioniert. Aber in letzter Zeit verlieren wir immer mehr an Trinkwasser. Das ist natürlich schwierig anzuschauen, weil wenn wir alle 50 Jahre, und das liegt auch an dem wachsenden, an der erwachsenen Bevölkerung, wenn wir alle 50 Jahre unser Trinkwasser, was wir brauchen, das verdoppeln und wir hätten im Jahre 2025 schon ein Viertel des Trinkwassers verloren, dann müssen langsam mal ein paar Menschen wach werden. Aber warum geschieht das? Warum geht das überhaupt? Das liegt daran, dass wir extrem viele Flächen versiegeln. In Deutschland habe ich irgendwann mal gelesen, in einer Mail, die man mir geschrieben hat, dass in Deutschland, glaube ich, die Fläche einer Kleinstadt jedes Jahr versiegelt wird nur mit Beton. Und ja, diese Versiegelung führt dazu natürlich, dass an den ganzen Straßen und an den ganzen Häusern und Hallen und Dächern und Städten, dass dieses Wasser natürlich nicht mehr einsickern kann in die Erde. Und dieses Wasser dann über die Kanalisation sofort in die Kläranlagen, von da in die Flüsse und dann wieder weiter ins Meer. Und wenn natürlich das geschieht, mit diesem Wahnsinn von Betonieren, all dieser Fläche und all dieser Gigantomanie auf dieser Erde, das ist ja nicht nur hier so, das ist auf der ganzen Welt so, dann fehlt einfach extrem viel Wasser der Erde als Grundwasser und so reduziert sich dann immer mehr dieser Zugang zu dem, was wir als Trinkwasser bezeichnen. Das heißt, wir senken den Grundwasserspiegel und das können Sie ja überall nachlesen und hören. Und durch die ganze Versiegelung geschieht etwas für dieses Erdenwesen, was genauso ein Wesen ist wie wir, dass wir eben genauso wie uns eigentlich das Wasser entziehen. Und das ist zwar, hat nichts zu tun mit diesen 8% hier in der sogenannten dritten Welt. Da geht es wirklich darum, dass das Wasser nicht zugänglich ist, dass die Leute, glaube ich, über 2 Milliarden haben keinen direkten Zugang zu sauberem Wasser oder 1,4 Milliarden, ich habe es vergessen.
Aber das, wenn wir das alles versiegeln, und dann hat es vielleicht bei uns in der sogenannten Dritten Welt natürlich auch was zu tun, damit, dass vielleicht die Krankheiten und die Herausforderungen, die wir haben, etwas damit in Verbindung gebracht werden kann. Vielleicht mit dem Betonieren, weil das ja so unfassbar in einem unglaublichen Stil, nicht nur die Straßen, die Bodenplatten, heute werden ja dann so ganze Häuser aus Beton hergestellt. Und das ist zwar unverständlich für mich, aber das ist der erste Mal der Lauf der Dinge. Und aber man muss sich mal vorstellen, was das bedeuten würde, weil wir versiegeln ja, wir betonieren ja dieses Erdenwesen. Und vielleicht kann man sich vorstellen, was bedeuten würde. Also ich versuche mir das mal vorzustellen, wenn ich auf meinem Oberschenkel eine ja, 4x4 Zentimeter großes Betonplättchen da drauf klebe und das dann für immer auf meinem Oberschenkel lasse. Vielleicht sind 3 Zentimeter sozusagen meines Oberschenkels, meiner gesamten Hautfläche in Verbindung zur Erde, in Verbindung zu Deutschland, dass 3% der Fläche in Deutschland vielleicht sind sogar mehr betoniert sind. Und aber da kann man das vielleicht mal erkennen, wenn ich meinen Oberschenkel mit so einem Betonplättchen ständig beklebe und nie mehr da weg tue. Und dann wird mir sehr wahrscheinlich mein Bein in einem Jahr abgefault sein. Das heißt, das hat alles einfach Auswirkungen. Das heißt, wenn ich etwas sozusagen so zumache von der Umgebung, von der Sonne, von dem Wasser und einfach wirklich eine Fläche komplett zumache, dann hat das Auswirkungen. Wenn das bei mir solche Auswirkungen hätte, was ich weiß, dass mir im Jahr das Bein abgefault wäre, dann hat es natürlich Auswirkungen auch auf die Erde, auf Mutter Erde. Ja, das heißt, wir tun da Dinge, die wir mit dieser Versiegelung vielleicht etwas überdenken könnten. Und es ist auch so, dass dann dieses Wasser, was wir da alle abführen in die Kanalisation, die Flüsse, dass das dann nicht Trinkwasser ist und das mischt sich dann mit dem Salzwasser der Meere, was ich ja nie mit dem Salzwasser der Meere mischen würde. Das heißt, wir tun da Dinge, deren Auswirkungen wir erstmal erkennen, dass wir weniger Trinkwasser haben, aber die Auswirkungen sind noch viel mehr. Und wenn wir am Anfang ein bisschen darauf schauen, was wir alles mit diesem Wasser machen, dann, und ich denke wirklich, dass wir am Schluss des Webinars auch über Lösungen reden, die auch funktionieren müssen für uns. Aber das Thema Wasser ist so für den Menschen, dass der Mensch oder das Wasserwesen Mensch in einer Art Überlebenskampf sich schon befindet. Das heißt, parallel kriegt man das gar nicht so mit. Es ist ein leiser Kampf, es ist unsichtbar, es ist nicht so hörbar und spürbar. Da streitet sich die Menschheit noch um Erdöl und um alle Dinge dieser materiellen Welt, aber dahinter ist unhörbar, still und leise ein Überlebenskampf am Toben, der da heißt, wir verlieren unser Trinkwasser, verlieren die Qualität unseres Trinkwassers. Und wir gucken da nicht so drauf, aber es ist trotzdem so, die Gletscher schmelzen und das ist einfach ein Prozess. Die Meere verdrecken, die Hitze nimmt ständig zu, die Müllberge wachsen und die Wasserqualität wird immer geringer. Und wenn wir diesen Überlebenskampf, in dem wir einfach stehen, und dass wir den vielleicht täglich so uns gewahr werden, wenn wir diesen Überlebenskampf mal richtig neutral fast anschauen, dann sind 80% unserer Flüsse, 50% unserer Seen und vielleicht 30% unserer Grundwasserspeicher sind nach den normalen Kriterien der Wasserwirtschaft schon in einem etwas schlechten Zustand, würde ich mal vorsichtig ausdrücken. Und von daher ist das Thema Wasser ganz präsent für uns, weil es halt lautlos sich verändert und wir zwar schon viele Sachen sehen, aber dahinter unsere Herausforderung immer größer wird. Jedes Jahr, ne, bestimmt dann jeden Tag, so diese Aussagen großer Firmen werden
2 Millionen Tonnen Abfall in das Wasser geworfen. Das heißt, 2 Millionen Tonnen haben wir irgendwo raus ins Meer und egal, wo das verklappt wird. Also das ist unfassbare Mengen. Und das ist ein Zustand für das Wasser, egal ob es jetzt Salzwasser oder das Trinkwasser ist. Da sollten wir als Menschen uns vielleicht ein bisschen gewahr werden, dass wir das ganz schnell ändern, dass wir gucken, dass wir das Ruder rumreißen. Und ich bin ein bisschen in der Welt herumgekommen, so Peru, Chile, Bolivien, Mexiko und noch ein paar Länder. Und ich habe ein paar tote Gewässer dort gesehen. Das ist ein ziemlich harter Anblick. Und auch in diesen Ländern wird die Grundwasserverseuchung, die ich gesehen habe, immer mehr. Und weltweit nimmt halt das saubere Wasser ab. Und wenn wir dem weiter folgen, dann kriegen wir natürlich auch, ich könnte jetzt noch weiter negativ reden, das will ich natürlich nicht. Aber man muss mal drauf schauen, was da passiert. Aber es gibt möglicherweise natürlich, muss es auch, und ich weiß, dass das auch geht, es gibt natürlich Lösungen. Ein Thema, was immer angesprochen wird, bei manchen Vorträgen auch, das ist das Thema virtuelles Wasser. Das ist ein Konzept, natürlich, das kennen wir. Das heißt, dass man für 1 Liter Milch 1000 Liter Wasser benötigt, dass ein zivilisierter Mensch am Tag 4000 Liter Wasser verbraucht. Wenn man alles rechnet, natürlich. Und all diese virtuellen Konzepte sind nett, aber sie machen ja nur etwas bewusst. Aber das Wichtigste ist, dass wir eigentlich kein Wasser verbrauchen können. Das ist das Entscheidende bei diesen Konzepten, die da nicht hineinlaufen. Sondern wir können kein Wasser verbrauchen, sondern wir können Wasser nur benutzen. Das heißt, wir benutzen das Wasser, das verschwindet nicht einfach dann so, sondern es geht halt wieder in den Kreislauf und kommt wieder. Aber wie wir es benutzen, das hat einen Ausdruck auf die Qualität des Wassers. Das heißt, virtuelles Wasser, klar, das macht die Leute betroffen und es macht die Leute auch wach. Aber es ist nur ein Konzept, weil vielleicht gibt es demnächst virtuelle Luft, dann heißt es so und so viel atme ich und da müsste ich jetzt mal ein bisschen weniger atmen, also das kann keine Lösung sein. Und ich denke mal, genau das Gegenteil ist das Wichtigste, dass wir, und jetzt ist es für viele vielleicht nicht greifbar am Anfang, aber ich glaube, wir müssen so viel Wasser verbrauchen, wie es nur geht. Wir müssen Wasser laufen lassen, wie es nur geht, weil ich habe vielleicht ein Beispiel, wo das am ehesten greifbar ist. Es gab mal vor ein paar Jahren, ich kann es nicht sagen, wie lange das hier ist jetzt, gab es das Unglück bei BP mit dieser Plattform, Ölbohrplattform. Und wenn man da heute hingeht, da sehen Sie gar nichts mehr. Das heißt, wenn ich etwas verschmutze, dann ist es so, dass die Verschmutzung in sehr viel Wasser natürlich auch sehr viele Kapazitäten aus der Heilungskraft des Wassers wieder hervorruft. Das heißt, in diesem Meer, was ich damals ein bisschen beobachtet habe, wie das Meer sich da hilft, das war wirklich so, dass es relativ schnell war, dass dieses Meer einfach viele Sachen deshalb gelöst hat, weil gigantische Wassermengen ein gigantisches Potenzial abbilden. Und wenn wir jetzt diese ganze Spargeschichte von Wasser mal auf der anderen Seite vielleicht überdenken, dann müssen wir einfach alle Wasserhähne aufdrehen, denn die Grundeigenschaft von Wasser ist ja fließen, nicht stillstehen. Und wenn wir dieses Wasser dann fließen lassen, dann werden die Belastungen, die wir da reintun, vielleicht von dem Wasserwesen, von dem Wasser etwas viel einfacher gelöst, solange natürlich, bis wir aufhören, dieses Wasser zu verschmutzen. Und es klingt natürlich seltsam für manch einer, dass man viel Wasser verbraucht, aber die Regularien des Wassers sprechen nach meinem Wesen dafür, nach meinem Denken, dass wir mit dieser ganzen Sparaktion manche Probleme erst noch viel größer machen. Ja, vielleicht gehen wir weiter.
Vielleicht sollten wir noch mal gucken, wie das im Menschen geht mit dem Wasser, aber da müsste man etwas vorher noch sagen, bevor wir tiefer noch ins Wasser einsteigen, dass wir vor allen Dingen ja auch Geistwesen sind. Und wenn wir uns das anschauen, dass wir vielleicht 7 Tage, denke ich mal, kann man schaffen ohne Wasser. Zumindest mal habe ich das schon selbst miterlebt. Und manche können vielleicht 5 Tage ohne Wasser, manche nur 3, aber es ist möglich, unter diesen Bedingungen lange ohne Wasser zu leben. Aber irgendwann nach 7 Tagen ist es dann wirklich ernst. Und essen können wir ja noch viel, viel länger, aber atmen, das geht nur ein paar Minuten. Und deshalb ist es sinnvoll, wenn wir uns tief über diese Dinge besprechen, dass wir zum allerersten Mal anfangen, unsere Wahrnehmung ein bisschen zu verändern, weil sonst müssen wir eben immer das glauben, was uns irgendeiner sagt, oder wir müssen immer etwas lesen, dass wir was wissen, oder wir müssen immer zuhören, dass wir irgendeine Meinung uns bilden können. Das ist auf die Dauer ein bisschen schwierig, weil man kriegt dann nur diese Sachen erzählt, die andere gedacht haben. Und deshalb ist die Atmung das Erste, über was wir eigentlich uns unterhalten müssen, bevor wir uns über Wasser unterhalten. Und es gibt aber kaum in unserer Entwicklung sozusagen in verschiedenen Gefilden gibt es das, also im Osten gibt es oft und im Westen auch bei manchen Völkern, aber die Atmung ist eigentlich das Wichtigste. Und diese Atmung, die führt dazu, dass das in uns klarer wird, was das Wasser eigentlich so ist. Und zwar, das Wasser ist komplett vernetzt, jeder Wassertropfen ist komplett vernetzt mit allen Wassertropfen in diesem Universum sozusagen. Das heißt, auf dieser Erde sowieso und auch mit jedem Wassertropfen in der Atmosphäre. Und diese Vernetztheit, wenn die uns eher gewahr wird, dann ist es möglicherweise leichter, einen Eintritt zu finden, wenn man atmet. Wenn man Atemtechniken hat, die einfach, vielleicht auch recht einfach sind, aber die das Wichtigste überhaupt, den Geist einfach formen. Und dass wir mit diesem Atmen einfach sehr schnell merken, dass wir in einer gewissen Form von Vernetztheit sind. Und vernetzt, dass wir alle miteinander verbunden sind und alle miteinander vernetzt sind. Und dann wird es vielleicht einfacher manchmal für manche Menschen, glaube ich jedenfalls, dass sie erkennen, dass nicht nur sie über diesen Geist vernetzt sind, sondern dass sie auch leicht erkennen, dass jeder Wassertropfen miteinander vernetzt ist und dass es dann vielleicht für viele Lösungen einfacher ist, sich damit zu beschäftigen. Und nachdem wir das Atmen möglicherweise einmal am Tag ein bisschen üben, ist das Wasser dafür da, die Reinhaltung des Wassers unseres Körpers, die Reinhaltung, das Wasser ist in all unseren Zellen, und zwar, dass wir verstehen, dass wir eine Verbindung haben zu unserem emotionalen Körper über das Wasser und dass es ganz wichtig ist, sozusagen nicht nur das Wasser in uns rein und klar zu bringen, und rein hat nichts mit destilliertem Wasser und sonst was zu tun, sondern das Zellwasser in einen reinen Zustand zu versetzen, damit unser emotionaler Körper auch in der Lage ist, wieder Dinge zu loszulassen und Dinge vielleicht zu hinterfragen. Und deshalb ist mit dem Wasser, wenn wir das sozusagen als Wassergeistwesen mehr oder weniger uns betrachten, dass ein Wasser, das in uns klar und rein ist, wird immer mehr dazu führen, dass wir auch unsere Emotionen etwas klarer bekommen. Ja, und dann bleibt noch die Erde, sozusagen das, was wir angreifen, anfassen können, wie das Wasser natürlich auch. Aber die Humusschicht ist sozusagen das Entscheidende auf dieser Erde. Und das hat auch viele Verbindungen mit dem Wasser. Und die Humusschicht nimmt weltweit seit Jahrzehnten immer ein bisschen mehr ab. Das ist eine kleine Haut auf der Erde. Und diese kleine Haut auf der Erde garantiert uns das Überleben mit Nahrung natürlich. Und wenn man
die es dann auch noch betrachtet, dass wir also Erdenwesen, Wasserwesen, Geistwesen sind, dann wird das Thema Wasser sehr komplex und es gibt vielleicht auch ganz gute Zugänge, um sich mit dem Wasser sozusagen auseinanderzusetzen, aber aus vielerlei Gründen und aus vielerlei Sicht. Und wenn wir nochmal diese kleine Karte hier zeigen mit den 4%, dann ist es so, dass natürlich für viele Wasser nur H2O ist, eine klare Flüssigkeit, die immer wieder reproduzierbar ist und über die man nicht so nachdenken müsste, weil sie ist ja vorhanden und selbst man kann aus Salzwasser mit extrem viel Energie kann man wieder Trinkwasser herstellen, aber das ist nicht der Weg, möglicherweise. Und wenn man das Wasser aus diesen anderen 96% sich anschaut, dann ist sehr komplex, dann erkennt man, dass das Wasser eigentlich wie alles auf dieser Erde heilig ist. Wir hatten früher, und früher heißt die früher lebenden Menschen, die haben die heiligen Quellen noch gepflegt und die wussten um das Wasser vielleicht noch mehr wie wir. Aber wir haben das ein bisschen vergessen und vielleicht ist der Weg dann zurück über dem, was ich heute Abend etwas ausgeführt habe, dass wir, dass mein Vortrag einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass wir mal anders auf das Wasser schauen und uns eigentlich Gedanken machen, nicht nur, was trinke ich für Wasser, wie soll das gefiltert werden und wo kriege ich sauberes Wasser her und was macht das, ist alles nett und alles auch irgendwie zu besprechen, aber viel wichtiger ist, dass wir letztendlich aus dem Wasser die Schadstoffe raushalten. Das heißt, das Handeln ist in dem Fall sehr, sehr viel wichtiger, dieses Trinkwasser nicht mehr zu verschmutzen, dass wir versuchen sollen, so viel wie möglich reinige, egal welche Couleur, ob Öko, Bio oder Chemie rauszuhalten. Und dass uns vielleicht nach dem Vortrag ein bisschen mehr bewusst ist, dass wir natürliches Quellwasser letztendlich als Wasser trinken sollten. Und zwar die Erde, die ist sozusagen wie wir ein Wesen. Und die Erde gibt sozusagen das Wasser an den Stellen heraus, wo die Erde dieses Wasser sozusagen fertig gereift hat. Und dieses fertig gereifte Wasser, das kommt jetzt nicht aus dem Brunnen. Und es kommt auch nicht als Uferfiltrat. Und das kommt auch nicht aus irgendeinem Tiefenlage-Gewässer, sondern es kommt eigentlich aus einer Quelle, an der die Erde ihre Haut geöffnet hat und das Wasser herausgibt. Das heißt, natürliches Quellwasser ist unser Trinkwasser, primär erst einmal. Und wenn Quellen zu betoniert sind oder wenn Quellen zerstört worden sind oder warum immer Quellen versiegen, es ist eine nicht erneuerbare Ressource, das heißt, eine versiegte Quelle ist meistens dahin und nicht mehr so einfach wiederzuholen. Aber es ist auch nicht mit irgendeinem anderen Wasser zu ersetzen. Und wenn wir viel Uferfiltrat trinken, viel Grundwasser trinken, viel Tiefenlegewasser und sehr tiefe Brunnen, dann ist das ein Wasser, das zwar Wasser ist im Sinne von H2O und vielleicht sind auch nicht viele messbare Schadstoffe drin, aber es ist eigentlich kein Wasser für uns Menschen. Das liegt daran, physikalisch kann man das auch, also auch es gibt natürlich auch viele, viele sogenannte Zeichen oder Beweise auch aus der Materie für diese Geschichte, wenn Sie an eine schöne Quelle kommen und Sie kommen sehr nah an diese Quelle dran, das heißt, also Sie trinken nicht 3-4 Meter von der Quelle weg, sondern Sie trinken einfach wirklich an eine Schnittstelle. Es gibt so 20-30 Zentimeter, wo das aufgeht, die Erde. Und da ist das besonders und da hat es auch messbar so 22,5 Hertz. Und es hat viele messbare Sachen im Hyperschall. Es gibt Sachen, die kann man auch auf dieser Seite
ganz gut erkennen. Und wenn man dieses Wasser da trinkt, dann ist es für diese innere Bildung des Körpers, für die Zellbildung, für die Bildekräfte des Wassers in unseren Zellen sehr, sehr positiv. Klar hat nicht jeder Zugang zu so einer Quelle, aber vom Prinzip ist das erste Mal das Beste, was wir trinken können. Natürlich haben wir jetzt die Situation, dass wir vor 70, 80 Jahren wieder, wo die Industrialisierung so richtig Gas gegeben hat durch die Produktion, die Konsumgesellschaft, haben wir natürlich jetzt die Situation, dass jetzt 60, 70 Jahre danach, 50 Jahre, ist der Turnaround in der Erde, bis sie alles gefiltert hat und wieder an den Quellen wieder rauskommt. Manchmal sind die Zeiten natürlich auch ein bisschen kürzer. Aber ja, vom Gefühl her, ohne dass ich das jemals kontrolliert habe, vom Gefühl her, dauert es 50 Jahre, bis das Wasser wiederkommt. Und ja, und jetzt kommt natürlich auch an den Quellen möglicherweise diese Sachen wieder raus, falls es die Erde, Mutter Erde nicht geschafft hat, das Wasser zu filtern. Und wenn wir nochmal hierher kommen zu diesem Thema heute, in dem ersten Teil des Seminars, dass wir natürlich wissen, ohne dass wir da tiefer eingestiegen sind, dass wir 80% aller Krankheiten in der sogenannten dritten Welt, die haben was mit Wasser zu tun. Und auch Krankheiten, die entstehen, also alle diese Dinge, wenn kein wirklich gutes, sauberes, klares Wasser da ist, geschehen viele, viele Sachen. Und als roten Faden wollten wir uns ja für, also ich wollte das erstmal nicht, vielleicht nicht Sie, als roten Faden mitnehmen, dass 80% aller Krankheiten in der zivilisierten Welt mit am Wasser liegen, vielleicht sogar der Hauptgrund. Und da liegt es daran, dass man nennt es blutseitig oder zelluläre Wassermangel, also das ist Dehydration, wir haben nicht genug Wasser in unserem Körper, dass der halt eine Entwicklung bedeutet, die sich immer mehr fortschreitet. Und wenn wir mal als Beispiel nur 5%, nur 3%, nur 2%, das ist alles fiktiv. Aber wenn wir ständig weniger Wasser im Körper haben, weil wir dieses Wasser nicht aufnehmen können, oder weil uns das Wasser fehlt, oder wir Wasser trinken, was unsere Zellen nicht aufnehmen können, dann hat das eine Auswirkung. Und diese Dehydration, die ist nicht so leicht zu merken, aber die ist auch nicht so zu messen, sondern man erkennt es an vielerlei Dingen, wie sich Menschen verhalten und welche Krankheiten hier entstehen. Da ist meistens diese Dehydration ein entscheidender Ausschlag. Und das am Beispiel vielleicht noch, dass man das vielleicht besser greifen kann, Man kann natürliches Wasser nicht mit Industrieflüssigkeiten wie Leitungswasser, das geht genauso wenig, oder Mineralwasser, das irgendwie was zugesetzt hat, oder irgendwelchen Wasser-Limo-Getränke, die irgendwelche Farbe haben, damit kann man das nicht ersetzen. Und zwar, weil man weiß, hoffentlich wissen das mehr natürlich, dass, und das wissen wir, dass man dabei immer weniger Mineralsalze und Mineralstoffe und in die Zellen des Körpers immer schwerer hineinbringt und dass diese Mineralien eher über Salat und eher über Nahrung aufgenommen werden. Ja, und im ersten Teil des Webinars über Wasser vielleicht noch das Wichtigste zum Fühlen einfach ist, dass es einen inneren Wasserkreislauf gibt und einen äußeren. Das ist, ich denke mal, eine ganz wichtiges Gefühl. Das hat nicht nur was zu tun mit den hermetischen Prinzipien, für die sich damit beschäftigen. Denn was im äußeren Kreislauf des Wassers geschieht, das heißt also, der Wasserkreislauf, der jetzt sozusagen Wasser kommt auf die Erde, sie kann nicht mehr gut verrieseln, wir haben zu viel betoniert, das wird abgeführt in die Kanalisation führt es in Flüsse in Meere. Und all das, was in diesem äußeren Kreislauf geschieht, wird auch in unserem Innenkreislauf geschehen. Das sind einfach Gesetze, unumkehrbare Gesetze in der Natur.
Und deshalb ist es spannend, denke ich mal, zu wissen, dass das, was im äußeren Kreislauf ist, so geht es mir jedenfalls, dass das im inneren Kreislauf genauso geschieht. Und dass wir das, was wir dem Wasser antun, und das ist jetzt einfach mal so gesagt, das tun wir selbst. Natürlich ist Wasser der Urstoff allen Lebens. Und wir haben, denke ich mal, jetzt alle am Anfang, obwohl ich ein bisschen, vielleicht sogar zu viel, auf diese ganzen Probleme hingewiesen habe. Es ist wichtig, dass wir einfach es uns nochmal angucken. Also für mich ist es wichtig, dass ich mir das öfters angucke, was wir da alles tun, auch um zu lernen. Und damit ich weiß, was da geschieht und dass ich weiß, was ich tun soll, für mich halt. Und wenn wir über Wasser reden, und das haben wir, glaube ich, jetzt alle gefühlt oder alle gespürt oder alle wissen das, dann reden wir über unsere Zukunft. Und das ist einfach das Thema. Und von daher können wir ein bisschen für heute, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt erzählt habe, aber wir sind schon 60 Minuten um. Ich sollte ja gar nicht so viel erzählen. Fußball beginnt. Vielleicht noch ein kurzes Fazit und ein kurzes Ende. Natürlich hoffe ich, dass Ihnen das gefallen hat. Ich weiß es ja nicht. Aber nochmal, vielleicht das Wichtigste, dass das, was im Außen passiert, passiert auch im Inneren. Wir werden in 2025 schon ein Viertel weniger Trinkwasser haben. Wenn sich alle 25 Jahre das Wasser verdoppelt, also das, was wir brauchen, allein wegen der Bevölkerung, dann haben wir etwas zu tun. Aktuell würde ich sagen, gibt es wenig Bewusstsein dafür, weder in der Industrie noch Wissenschaft. Viele wissen das zwar, aber es gibt weniger Bewusstsein auch in der Öffentlichkeit, dass das so ist. Und es gäbe eine Reihe von Lösungen. Und wenn man mal ein paar ansprechen darf, die natürlich durchgesetzt werden müssten, aber das ist ganz wichtig, so mal ganz als Beispiel, wenn wir einfach als Menschheit, und das können wir alle, wenn wir wollen, eine Entscheidung treffen, das können wir alle in sogenannten demokratischen Staaten, dass wenn wir eine Entscheidung treffen würden, dass Wasser nie mehr als 30 Kilometer gefahren werden darf, dann werden sich extrem viele Dinge lösen. Der Wassermarkt, der heute durch die Welt geistert, ist 6 Milliarden Euro schwer. Das heißt also, die fahren Wasser von A nach B über Tausende von Kilometern. Und ich denke mal, dass das eine einzige Vorgabe wäre, ein einziger Menschheitswunsch, der vielleicht aus uns selbst kommt, um einfach in Zukunft das Wasser sauber zu halten, dass man Wasser einfach nicht mehr umeinander kurft, wie das ein bisschen bayerisch ausgedrückt ist. Es gibt langfristige Lösungen, gibt es immer, und zwar, es gibt nichts, es gibt keine Materie, und das weiß ich ganz genau, die man nicht verändern kann. Und wenn wir da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf lenken, ich weiß es, dass ich jetzt gleich aufhören soll, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf lenken, dass die Aufmerksamkeit das Bewusstsein schafft, das heißt, wenn wir die Aufmerksamkeit auf diese Themen lenken, die von mir ein bisschen angesprochen worden sind, und es gibt viel mehr, dann werden wir nicht mehr nur ganz kleine 2000 Bits wahrnehmen, das ist nicht viel zur Wahrnehmung, sondern wir können Milliarden von Bits, von Ereignissen wahrnehmen und dann auch viel mehr letztendlich dann ändern, wenn wir bewusster werden und mehr wahrnehmen. Der Geist bildet die Materie und die Materie beeinflusst den Geist, liegt an uns. Und ja, damit finde ich jetzt einen Abschlussnamen, der guckt schon. Und ich hoffe, dass ich habe es zum ersten Mal gemacht, ein Webinar. Ich habe, glaube ich, Tuschur geredet und habe nicht mehr aufgehört mit Reden. Aber ich hoffe, dass das erste Thema Wasserwesen, Wasser mit Erdenwesen, Geistwesen ein bisschen auf das Wasser zentriert worden ist und Sie vielleicht irgendwas gehört haben, was Ihnen etwas Gedanken macht. Das war es eigentlich noch. Ich hoffe, das war in deinem Sinne. Wer weiß das? Ja, Und wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Robert. Ein wirklich sehr, sehr spannendes erstes Webinar mit vielen neuen Dingen auch für uns. Also die Judith, die sitzt mir hier gegenüber und hat genauso gespannt eben zugehört.
Und ich möchte auch gar nicht unsere jetzt noch 128 Zuschauer und Zuschauerinnen weiter auf die Folter spannen. Damit aktiviere ich jetzt einmal den Chat, sodass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen ab sofort ihre Fragen in den Chat reinschreiben können, sodass ich die Fragen direkt an dich, Hubert, dann weitergebe. Ja. Und die erste Frage kommt, also nächste Woche Mittwoch, 19 Uhr wird das zweite Webinar stattfinden. Kannst du da schon mal ganz kurz einen kleinen Ausblick geben, worum es dort gehen wird? Ja, wir haben es ja heute gehört, dass das Wasser nicht in dem Zustand ist, wie das für uns wichtig wäre zum Trinken, zum Erhalten unserer Gesundheit, zum Entgiften und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eine riesen, riesen Informationsflut darüber, was wir tun können. Und ich denke mal, ich gehe mal so die wichtigsten Sachen durch. Was ich Ihnen sagen kann, ist meine Meinung. Ich habe nur 20 Jahre Erfahrung mit Wasser und gehe alle diese Wasserreinigungen, die öffentlichen, die gesetzlichen und die Wasserreinigungsgeräte ein bisschen durch. Wir kommen auf das Thema Energetisierung, Wasserbelebung, lebendiges Wasser. Jetzt geht es ins Spezielle und das, was wir trinken, eben war das draußen rum. Und jetzt geht alles, was unsere Haut berührt und unser Mund sozusagen trinkt, als Wasser darum geht. Und wie wir dieses Wasser möglicherweise aufbereiten müssen. Weil solange wir natürlich noch dieses Trinkwasser verschmutzen, irgendwann wird es aufhören, dann brauchen wir auch keine Trinkwasseraufbereitung. Super, das hört sich dann im Prinzip nach dem Webinar an, wo besonders alle drauf warten. Aber ich finde das gut, dass du heute einmal ausführlich die Grundlagen und vor allen Dingen auch die Aussichten gegeben hast. Also es ist erschreckend zu hören, dass in 2015, das sind 25, also das sind nur noch 10 Jahre, dann nur noch ein Viertel von Trinkwasser Also verloren ist. ein Viertel weniger, drei Viertel haben. Ein Viertel weniger, drei Viertel noch vorhanden ist. Wenn ich frage auch noch mal an unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, bestehen noch Fragen direkt zu den Grundlagen, zu dem Thema des heutigen Webinars? Bis jetzt kommen viele Danksagungen, also vielen herzlichen Dank, super Infos, herzlichen Dank und es war super interessant. Herzlichen Dank, ganz lieben Dank. Vor allem der Zusammenhang mit dem Licht und Naturwesen fand ich toll. Also viele, viele Danksagungen. Bis jetzt noch keine Fragen, doch da kommt einer hinein. Ich würde Ihnen gleich einmal vorlesen. Das ist die erste Frage. Also ganz lieben Dank, konnte nicht lange teilnehmen. Ist dieses Webinar aufgezeichnet worden, damit ich es, ja, die Frage beantworte ich gerne. Also gibt definitiv eine Aufzeichnung und diese Aufzeichnung werde ich in den nächsten Tagen, wenn ich es schaffe, schon morgen an alle, die teilgenommen haben und sich auch angemeldet haben und heute live nicht dabei waren, bekommen diese Aufzeichnung zugesendet. Das ist ein Link zu einem YouTube-Video und das YouTube-Video ist dauerhaft online, also kann jederzeit angeschaut werden. Also das ist auch noch mal ganz wichtig an dieser Stelle. Genau. Dann warten wir noch mal, bis die ersten Fragen. Hier kommt eine Frage: Wie hieß das Buch? Robert, du hattest von einem Buch gesprochen. Wie hieß das? Von der Frau Linda Thomas. Sie heißt Liebeserklärung an die Gegenwart. Putzen, also der Titel heißt Putzen, Liebeserklärung an die Gegenwart. So heißt der Titel. Okay. Sie ist Anthroposophin und ich finde dieses Buch sensationell. Okay. So, ansonsten werde ich einmal. Genau. Also kommt auch eine Frage rein: Ist es sinnvoll, mit Essig zu putzen? Ich glaube, das geht schon in Richtung dem nächsten Webinar. Ja, aber es ist ganz einfach zu erklären. Wir haben letztendlich da die Essigsäure, wir haben genauso wie die Zitronensäure, das Natriumcarbonat. Das sind Stoffe, die kennt die Evolution seit Millionen von Jahren, diese Säuren.
und deshalb sind sie im Kontext der Erde gut abbaubar und deshalb kann man da am wenigsten schaden, wenn man solche natürlichen Sachen nimmt. Dann habe ich hier noch eine ganz wichtige Frage. Welches, hier rutscht immer der Chat ein bisschen hoch, muss man mal runter scrollen. Finde ich es ja nicht mehr, aber ach hier, welches Wasser können die menschlichen Zellen genauer aufnehmen? Also es geht um zellgängiges Wasser. Ja, das ist, denke ich mal, so ein Thema vom nächsten Mal oder sogar noch mit Teil vom übernächsten Mal. Als Grundidee ist es letztendlich ein bestimmtes Wasser mit bestimmten, sagen wir, wenig starken Feldern, um das mal ganz allgemein auszudrücken. Und am besten ein informationsentleertes Wasser. Aber dazu kommen wir nächstes Mal. Okay. Ich glaube, es wird dann zu lang, jetzt nochmal darüber zu reden. Ja. Okay, dann verweisen wir die oder halten wir die Frage einfach fest für die nächsten beiden Webinare. Von derselben Person, von Seis, noch eine Frage. Haben wir zu wenig Wasser im Körper, weil wir zu wenig oder das Flasche drin? So wenig aus der Flasche drin? Ach, oder das Falsche, Entschuldigung, ich lese mal vor. Haben wir zu wenig Wasser im Körper, jetzt rutscht mir die Frage weg, weil wir zu wenig oder das Falsche trinken, genau. Ja, das sind, denke ich mal, alles Fragen vom nächsten Mal, da wird die im Kontext bestimmt geklärt. Aber es geht nicht darum, zu wenig Wasser zu trinken oder zu viel Wasser zu trinken, sondern Wasser, was die Zellen erkennen. Die Zelle muss evolutionär dieses Wasser erkennen. Das heißt, wir haben eine DNS. Wir haben Erfahrungen auf unserer DNS von Millionen von Jahren. Die Evolution ist aufgrund von Millionen von Jahren in uns drin und die kennt ein Wasser. Und dieses Erkennen dieses Wassers in unseren Zellen ist das Entscheidende. Und darüber reden wir nächstes Mal, was das für ein Wasser ist, was wir erkennen müssen. Und dann können wir es ganz locker in unsere DNS einbauen, in unsere Zellen, wenn wir es erkennen. Genau. Können wir nur Quellwasser ausnutzen? Was ist mit Quellen, die radioaktiv oder anders verseucht sind? Na gut, also eine Quelle, die radioaktiv verseucht wird, würde ich jetzt nichts mehr trinken, das ist klar. Aber es gibt natürlich vier Kräfte. Das ist letztendlich die elektrische Kraft, die magnetische Kraft, die starke nukleare Kraft und die schwache nukleare Kraft. Und es gibt Quellen, Heilquellen, die sind ganz schwach radioaktiv. Das hat sogar was mit Heilung zu tun, aber das sind sehr spezielle Sachen. Und hier geht es auch nochmal um die Reinigung. Also Regina schreibt, sie reinigt hauptsächlich oder ausschließlich nur mit effektiven Mikroorganismen. Ja. Da kommen wir nächstes Mal drauf, also die effektiven Mikroorganismen. Das ist ein Spezialgebiet, ja, und das sind isolierte Bakterien. Nur ganz kurz, wenn eine Menschheit Bakterien vermehrt, und Bakterien sind Lebewesen, das heißt, Milliarden von Bakterien sind in mir unzählige Bakterien. Wenn ich da ein paar wenige Bakterien herausnehme, die vermehre auf Maltose, auf Einfachzucker, dann isoliere ich diese Bakterien und diese Lebewesen und schmeiße dann in eine Säurebad zum Beispiel, in eine Essigsäure oder sonst was hinein, dann töte ich die wieder und das macht alles eigentlich weniger Sinn. Aber wir können das beim nächsten Mal genau auseinandernehmen. Aber die Idee ist, dass man keine Lebewesen vermehrt, um dann zu reinigen, das ist seltsam. Manfred fragt, wenn man einen feinstofflichen, also informierten Wasserfilter betreibt, benötigt man noch einen stofflichen Wasserfilter? Ich glaube, das sind auch alles Fragen für die weiterführenden Webinarteile. Ganz kurze Erklärung, wenn wir keine Feststoffteilchen rausfiltern, dann verschlacken wir. Das heißt, es gibt bestimmte Größen, da verschlackt der Körper, deshalb ist es sinnvoll, ein bisschen zu filtern, materiell, und das mit der Feinstofflichkeit, dazu kommen wir nächstes Mal. Okay. Dann die Frage hatten wir schon. Welches handelsübliche Wasser ist empfehlenswert? Oh, jetzt wird es speziell. Ich habe vorhin gesagt, dass man eigentlich gar keine Wasser nicht 30 Kilometer transportieren muss. Erstens mal, natürlich weiß ich, dass die Leute gern bloße Wasser, wie sie alle heißen, trinken, weil die besonders gut sind, sind natriumarm, haben viel oben und alles, das ist ja
Korrekt. Aber eigentlich, stellen Sie mal vor, der dir die Frage stellt, jeder von uns würde nur das Wasser trinken, was letztendlich in der nächsten Umgebung in der Quelle ist. Dann ist A, dass das Wasser, was für ihn da ist, weil Fall 1, er wäre in dieser Gegend geboren. Dann ist genau die Quelle die, für die er da ist. Das heißt, nicht nur Hildegard von Bingen, die kennen ja viele, hat gesagt, man soll das essen und trinken, was gerade in seiner Nähe ist. Wenn ich da geboren bin, dann ist die nächste Quelle, ist die Quelle, aus der ich trinken kann, die ist ja für mich da. Und deshalb, wenn man diese ganz alten Gesetze widerlebt, dann braucht man kein Wasser, hunderte von Kilometern durch die Gegend zu fahren. Aber auch ein Thema von später. Ich denke, das handeln wir nächstes Mal ab. Super. Dann ist jetzt einfach nochmal die Frage, wieso Säure? Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang. Weiß ich auch jetzt, wie das zusammenhängt. Säure? Ja, also die Regina schreibt, wieso Säure? Vielleicht ist die Regina nochmal da und könnte die Frage nochmal etwas ausführen. Es kann, die Regina hat auch viele Fragen gestellt. Vielleicht hat das noch mit einer vorigen Frage zu tun. Aber vielleicht, liebe Regina, kannst du die Frage dann auch nochmal ein bisschen ausweiten? Weil ich das nicht den Zusammenhang. Genau, und die Heidi schreibt, kennen Sie Herrn Meinert? Damit meint sie wahrscheinlich Erich Meinert. Ja, den kennen wir, aber wir haben jetzt hier Hubert Maria Dietrich sitzen und es geht hier nicht speziell um Wasserfilter. Aber ich stelle auch gerne die Frage an dich weiter. Aber ich kenne keinen Herrn Meinert. Also okay. Genau. Achso, jetzt schreibt die Regina mit Säure putzen. Also, es gibt natürlich andere Technologien, da kommen wir noch drauf, aber was passiert, wenn wir mit Säure putzen oder mit Lauge? Es ist immer nicht nur das, dass wir letztendlich den Schmutz krecken mit Säure und Lauge, sondern wir greifen chemisch reaktiv die Oberflächen an. Das heißt, wir nehmen ja nicht nur den Schmutz weg, mit Säure und Lauge, sondern wir greifen ja auch die Oberfläche an. Und wenn wir damit letztendlich die Oberfläche angreifen, dann zerstören wir die und es lösen sich wieder Dinge heraus, die wir gar nicht wollen, die wir dann wieder auf der Haut haben. Das heißt, es gibt, da kommen wir auch noch drauf, andere Möglichkeiten zu putzen, wie Säure und Lauge. Ja, hier steht hier eine Frage, die merke ich mir noch für den zum Schluss und wie steht es mit Leitungswasser? Fragezeichen, bringt Aufpeppen mit Verwirbelung etwas? Ich glaube, das sind alles so Fragen, die wir uns gerne aufschreiben und dann beim nächsten Mal ausführlich erläutern. Ist das richtig, Hubert? Ja, wir sind jetzt, ich denke mal, wir werden sich alle von selbst kennen. Also ich denke mal, das, was wir jetzt gehört haben an Fragen, wird möglicherweise nächstes Mal am Ende des nächsten Webinars. Da werden nicht mehr dann viel übrig bleiben, weil wir da in die Themen einsteigen. So. Die Judith reicht mir noch mal eine Frage. Das war die ich mir zum Ende aufheben wollte. Aber ich nenne sie einfach mal. Also sie fragt, muss ich mir selber noch mal raussuchen. Ja, es ist genau ohne Namen, war einfach anonym gestellt. Kann man den Herrn Dietrich auch für Vorträge einladen bzw. buchen? Ja, das kann man auch, wenn man möchte. Und ich war schon in vielen Städten und in vielen Ländern. Genau. Einfach mich mal anrufen oder den Namen anrufen. Ruf den Namen an und dann sehen wir weiter. Genau, sonst ist auch in dem Chat oder in dem Webinarraum unten, wenn man so ein bisschen runterscrollt, findet man auch die E-Mail-Adresse von Hubert Maria Dietrich und einfach über die E-Mail-Adresse Kontakt aufnehmen. Die ist info@lichtmatrix.de. Ja. Genau, jetzt sind noch weitere Fragen reingekommen. Ich denke, wir nehmen uns noch die Zeit. Ich muss mal an die richtige Stelle wieder scrollen. Was kann ich persönlich tun wegen der Wasserverschmutzung, ohne mich politisch einzusetzen? Und was bringt es global gesehen, wenn nur ich was tue? Das ist eine sehr gute Frage. Also, das sind zwei Fragen. Das stimmt.
Und es gibt einen Spruch, den kennt ihr bestimmt, und wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch einen Baum pflanzen, den kennt ja jeder in der Regel. Und das ist das ganz Wichtige, die Haltung von ihnen. Und selbst wenn niemand was auf der Welt tun würde, wer immer das gefragt hat, es ist wichtig, dass sie etwas tun, und zwar für sich und für sie. Und das reicht, wenn jeder von uns was tut, das reicht. Aber selbst wenn andere nichts tun, tun sie einfach, das bringt immer etwas. Genau, die Stefanie schreibt nochmal die Frage mit den Wasserverwirbler, also wiederholt die gestellte Frage. Also ich möchte auch gerne, weil das ist doch, wie er Zusatz auch schon sagte, sehr speziell und eigentlich Thema für das zweite oder das dritte Webinar, Robert. Die Frage mit der Verwirbelung. Genau, dann wird wahrscheinlich speziell Viktor Schauberger. Genau, ja, natürlich. Ganz kurz, vielleicht also als Ausblick. Wenn ein Wasser durch einen schönen Bachlauf läuft, durch einen Waldbach, dann hat es 25 Millionen tausend, ich weiß nicht wie viel, Frequenzen, Winkel und Richtungen. Wenn wir das als Menschheit in einen kleinen Verwirbler packen, dann haben wir noch nicht mal ein Promille, ein Millionstel von dieser Kapazität, die die Natur hat. Das ist im Prinzip etwas, aber es ist auch zu überdenken. Vielleicht löst sich das nächste Woche. Okay, super. Gabi schreibt oder fragt, wann ist das Wasserzelt verfügbar und wie kommt man an solches? Ja, das ist natürlich, da können wir gleich weitermachen, aber wann ist das Wasserzelt verfügbar? Antwort: wenn der Zellkern das Wasser erkennt, ist natürlich eine metaphysische Antwort. Und was muss man tun, dass man das Wasserzelt verfügbar macht? Entweder macht es der Mensch selbst, das muss er so machen, kommen wir dann drauf noch. Aber wenn es im Prinzip eine bestimmte Clusterstruktur, eine bestimmte Energiestruktur, eine bestimmte Informationsgehalt hat, dass es in die Zelle reingeht. Es geht ja im Normalfall, aber wir kommen da drauf. Ich denke, es ist wirklich besser, das im Kontext zu klären, weil sonst sind immer noch Brocken jetzt und das führt eigentlich zu wenig. Bitte darum, dass das im Kontext dann geklärt wird. Wenn es geht. Ja, also bis jetzt kommen keine weiteren Fragen rein. Ich hoffe, dass ich schnell genug durch den Chat gehuscht bin und jede Frage erwischt habe. Falls ich irgendeine Frage ausgelassen haben sollte, dann werde ich die auch noch finden und werden wir auch per Mail im Nachhinein beantworten. Gibt es noch Fragen an die Zuschauer? Ich sag mal, ich würde noch mal 2 Minuten warten. Ansonsten, sage ich mal, haben wir schon lang genug Ja, ich darf mich noch bedanken einfach mal. Ich weiß zwar nicht, wem alles zugehört, aber es war sehr interessant, eine Stunde in eine Kamera zu reden. Das war's. Ja. Ja, super. Also ich freue mich auch schon auf die kommenden weiteren beiden Teile, also wie gesagt, nächste Woche Mittwoch am 26.08. um 19 Uhr. Es geht dann wieder eine Mail, diesmal mit den richtigen, von vornherein richtigen Link raus für dieses Webinar oder für diesen Webinarraum. Und gleich die Woche drauf, am 2. September um 19 Uhr, wird dann eben das letzte und dritte Webinar mit, ja, damit eben die Runde komplettiert. So, ich schaue noch mal. Was halten Sie von Kangenwasser durch das Gerät aus Japan? Genau, die Frage, die war noch zwischendurch, die wurde jetzt noch mal wiederholt gestellt. Also Kangenwasser aus dem Gerät aus Japan. Ja, welches Gerät? Ich kenne kein Gerät aus Japan, ich will das genauer sagen. Kangenwasser, das sagt mir auch nichts. Ich weiß nur, in Japan ist dieses diese Pi-Filterung bekannt. Vielleicht schickt sie uns eine Mail, was sie meint. Das ist vielleicht Genau, das wäre ganz nett. Ich schaue mal, ob hier auch ein Name da. Ja, genau, die Bärbel, die hat die Frage gestellt. Das wäre ganz lieb, liebe Bärbel, wenn du uns dort einmal einen Link dazu per Link schickst, per Mail schickst. Dann würden wir uns das einmal genauer anschauen und entweder gleich im nächsten Webinar mit aufnehmen als Frage oder dir persönlich dann auch per Mail beantworten.
Genau, sonst kommt noch Danke. 27.8. Nein, am 26.8. nächste Woche Mittwoch. Also wenn ich nicht falsch liege, Mittwoch ist der 26. Das war ich nicht, dann weiß das jemand ihr. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also lieber Georg Sparber am 26.8., also nicht wie heute Donnerstag, sondern am Mittwoch um 19 Uhr und auch den darauffolgenden Mittwoch, den 2. September wieder um 19 Uhr, werden die beiden weiteren Teile live gehen. So, okay, also ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Es kommen noch ja, Verabschiedungen und auch nochmal Danksagungen. Dann, falls noch Fragen auftreten sollten, einfach uns per E-Mail schicken an info@frohkost.com oder auch gerne an info@lichtmatrix.de. Wir nehmen die Fragen mit auf und es wird in den nächsten Tagen nochmal eine gesammelte, ja, Rundmail an alle angemeldeten Teilnehmer und Teilnehmerinnen rausgesendet mit der Aufnahme von diesem Webinar und den beantworteten Fragen. Ja, dann gebe ich nochmal das Wort an Hubert, dass wir, ja, damit du dich dann auch mal verabschieden kannst. Ja, ich sage Dankeschön und guten Abend an alle und schlaft gut. Schöne Träume natürlich, gell, für heute Nacht, die jetzt in die Nacht gehen. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und nächstes Mal, ja, denke ich mal, wird es hoffentlich für alle wieder interessant. Für mich war es super. Und ich hoffe für euch alle auch, für Sie alle auch. Und ich freue mich einfach. Also ich bedanke mich auch bei dir, lieber Hubert, für deine Ausdauer und für das ja, tolle Event einfach und die Infos, die du hier zur Verfügung stellst. Und auch nochmal an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ihr braucht euch nicht erneut anmelden. Ihr, durch eure Registrierung bekommt ihr automatisch rechtzeitig den Zugang und den Link für den neuen Webinarraum für die beiden kommenden Webinare. Also es braucht keine neue Anmeldung folgen. Auch falls ihr in den nächsten beiden Terminen keine Zeit finden solltet, die Aufzeichnung bekommt ihr auch automatisch zugesendet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die uns auch schon im Vorfeld über unsere bekannte E-Mail-Adresse schicken und wir sammeln die und dann haben wir beim nächsten Mal auch schon einen kleinen Fragekatalog parat. Also auch von mir nochmal oder von uns beiden, von Judith, die mir gegenüber sitzt und von mir nochmal lieben herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen uns dann auf die beiden kommenden Webinare und wünschen euch noch einen schönen Abend. Dann auf Wiedersehen und Wiederschauen. Wiederhören, ciao.